wenn man so will, wo dann wirklich die einzelnen Lichtelemente vollkommen dynamisch sind und dadurch aber auch den Kunden angezeigt wird, der hinterherfährt zum Beispiel, wo denn das Fahrzeug hin will, oder wenn gebremst wird, werden Intensitäten verändert, die Richtung verändert sich, und so kann dann dieses Fahrzeug mit dem Hintermann kommunizieren und mitteilen, wo denn das Fahrzeug zum Beispiel hinfährt. Das ist eigentlich auch so ein Hinweis, wo es eigentlich hingeht, dass das Licht dynamischer wird, nicht nur statisch an und ausgeht, sondern wirklich sich bewegt und über diese